Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer Review auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch meine liebsten Lipglosse aus der Drogerie, die ich sehr, sehr gerne verwende, die ich auch sehr oft schon mal gekauft habe, die ich auf die Textur und von den Finish auf den Lippen, was es macht, sehr, sehr gut finde und schön. Und die Produkte möchte ich euch jetzt gerne zeigen, die Favoriten. Produkte darunter. Ich hatte ja euch schon mal meine Lipgloss-Sammlung gezeigt gehabt und heute möchte ich meine Lipgloss-Favoriten euch zeigen. Aber es sind einige Produkte dabei, die ich auch in dem Sammlungsvideo gezeigt habe. Wenn sich Produkte wiederholen, weil es ist halt eben meine Lieblingsprodukte, dementsprechend werde ich die dann häufig in meine Videos zeigen. Fangen wir an. Da kommen wir erstmal zur Essenz der, also der Extreme Shine Lip Gloss Reihe der Crystal Clear. Also das war eigentlich ein durchsichtiger. Wundert euch nicht, warum das in der Verpackung so aussieht, aber eigentlich ist der durchsichtig. Und die kosten 2,79 Euro, 2,99 Euro. Auf jeden Fall unter 3 Euro. Weswegen das Produkt da drin so aussieht, ist, weil ich den das gerne kombiniere, dass ich erst den auftrage und dann tue ich den. Und dann natürlich geht das Produkt ein bisschen mit ab, weil ich das auch einfach genauer verteile mit dem Produkt. Das ist der Catrice Lip Shine Hydration Lip Gloss. Den habe ich jetzt euch ja auch schon so oft gezeigt in meinen Videos. Das ist die 030 A Little Peach of Heaven. Also das ist der mit dem Pfirsich-Duft. Hat einen sehr angenehmen Pfirsichgeruch. Warum das in die Verpackung so aussieht, ist, weil den trage ich etwas dicker auf den Lippen auf und dann gehe ich mit dem Applikator nochmal so und tue das Vital und dementsprechend bleibt dann das Produkt halt dann da halt mit rein. Dementsprechend sieht es auch nicht mehr so ganz klar aus, als es eigentlich ist. Weil eigentlich, wie gesagt, wäre der Lipgloss von Essence durchsichtig. Das ist ein sehr, sehr guter feuchtigkeitsspendender Lipgloss, der richtig pflegend ist. Der kostet 3,79 Euro. Ja, also auf jeden Fall unter 4 Euro. Da, wo wir jetzt schon bei Catrice sind, zeige ich den zuerst. Das ist jetzt der aus dem neuen Standardsortiment hier herausgekommen ist. Und der zählt mittlerweile mit zu meinen Favoriten in den kurzen Zeit, was ich den habe. Das ist der Catrice Plump It Up Lip Booster. Also ist eher ein Lip Booster. Das ist mit Menthol. Steht schon auch nicht mehr die Schrift, welche Farbton das war. Aber ich weiß nur, die Bezeichnung war 040. Auf jeden Fall die Nummer. Prof. Me Wrong hieß der Name, der Farbname, oder? Warte mal. Doch, so hieß er. Das ist halt so ein, ja, Rosenholz, bräunlich-stichiger Ton. Also ist ein sehr, sehr schöner Ton. Eins müsst ihr wissen, wenn ihr den aufträgt, es hat so leicht kühlenden Effekt, hinterlässt es auf euren Lippen. Also mal so leicht kühlend. Wer empfindliche oder gereizte Lippen hat, kann es sein, dass es leicht prickelt, es kribbelt. Da müsste man dann aufpassen, ob das Produkt dann verwenden könnt oder lieber sein lässt. Weil das ist auch so eine Sache, da muss man auch aufpassen. Da würde ich das nur empfehlen, wirklich gute Lippenhaut habt, die nicht so gereizt empfindlich ist. Da kann man dieses Produkt wohl tragen, aber sonst, weil man merkt trotzdem, dass da Menthol drin ist. Es ist nicht so stark, wie es bei den anderen Produkten gewesen sind, die ich schon auch ausprobiert habe. Bei dem ist es ziemlich angenehm. Dementsprechend habe ich den auch dementsprechend, ich wiederhole mich da, dass ich den sehr gerne und oft verwendet habe. Ich wollte eigentlich was anderes dazu sagen, aber ich lasse das jetzt so stehen. Also ist auf jeden Fall ein schöner Ton und es auch lässt die Lippen leicht
voller aussehen. Also hat wirklich dieser leichte Plumping-Effekt auf den Lippen hinterlässt es. Auf jeden Fall ist es bei mir so und ich habe mittlerweile auch zwei andere Farben aus dieser Reihe gekauft gehabt. Aber diese Produkte, diese Plum It Up Lipbusse, die werde ich euch noch in ein anderes Video noch zeigen, die Farbe, die ich noch bestellt hatte. Dann kommen wir erstmal noch zu den Rivaloves Me. Habe ich den Preis gesagt? 3,99 €, 3,79 €. Also auch unter 4 Euro. Dann kommen wir jetzt zu den Rivaloves Me Lipglosse aus der Shine Bomb Lipgloss Reihe. Das sind so zwei Farben, die so stellvertretend für die Lipglosse sind, die ich auch noch in meiner Sammlung habe, weil ich habe da ja noch auch noch andere Farben von denen. Ihr habt das in meinem Lipgloss-Sammlungsvideo gesehen gehabt, dass ich. Oder ich habe auch nur die beide Farben gezeigt. Ich weiß es gar nicht. Habe ich die andere Farbe euch auch schon gezeigt gehabt? Da bin ich jetzt. Da muss ich überlegen. Oder ob ich die auch nur stellvertretend für meine andere Lipgloss aus dieser Reihe gezeigt habe. Auf jeden Fall die ich jetzt hier habe, ist einmal die 07 Frozen Watermelon. Das ist halt so ein schöner, ja schon pinkstichiger, richtig spektakulärer, schimmernder Effekt hinterlässt es. Also hat ein richtig schönes, spektakulärer, ultimatives Finish hinterlässt es. Weil es hat schon wirklich zu den anderen viel mehr Schimmerpartikel hier drin. Also von weite her sieht man diese Partikel zwar nicht, aber wenn man, glaube ich, dichter an die Person dran geht, dann sieht man es dann doch, die Schimmerpartikel, was die. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Ton. Der sieht richtig schön auf den Lippen aus. Und den kombiniere ich manchmal mit den Lippenstiften, die so fast so ähnlich vom Farbton her ist. Da trage ich den Lipgloss drauf. Wie ihr seht, ich habe den schon sehr, sehr gut verwendet. Also der geht auch in die nächste Zeit wohl leer. Weil, wie gesagt, das ist auch mein absoluter Lieblingsfavorit. Und den anderen, die ich aus dieser Reihe habe, ist die 09 Toffee Lover. Das ist halt so ein bräunlich-stichiger Ton. Das ist wirklich so ein Toffee. Das ist wirklich so ein Toffee-artiger Ton. Der richtig schön auch hat sehr, sehr viele Schimmerpartikel. Wie gesagt, spektakulärer Wet-Look mit optischem Plumping-Effekt lässt die Lippen voller aussehen und sorgt für ultimativ schimmerndes Finish. Und dementsprechend ist hier natürlich auch sehr, sehr viel Schimmerpartikel mit drin. Dementsprechend sieht es auch dann wirklich auf den Lippen sehr, sehr glänzend funkelt. Aus manchem, also das mag ich wohl auch. Also bei manchmal bin ich dezent und das mache ich, aber manchmal mag ich es auch, wenn es wirklich ein bisschen mehr ist. Und das trage ich halt auch gerne über etwas bräunlich-stichige Lippenstifte, die ich in meiner Sammlung habe. Und dann trage ich den drauf und dann hat man so einen schönen Effekt. Auf den Lippen hat man dann einen schönen Lippenlook. Die kann man auch solo tragen, aber meistens kombiniere ich das mit einem Lippenstift, die fast so ähnlich sind vom Farbton her. Also ähnliche Farbton sollte das dann schon sein. Und die kostet 2,79 €, meine, oder 2,99 €. Auf jeden Fall, bei Rivaloves Me ist ja auch nicht teuer. Die ist ja etwas günstiger als Essence und Catrice. Erstmal kommen wir jetzt zu zwei Manhattan Lipglosse aus der Hike Shine Lipgloss Reihe. Da kommen wir einmal zu D24. Oh, die haben die Farbbezeichnung einmal Nummer und Buchstabe. Ich habe das schon euch oft schon auch dazu gesagt gehabt. Das ist halt so ein schöner, peachiger Ton, der dezenter ist von den Schimmernpartikeln. Hier sind die kleiner und auch weniger.
Also das ist eine gute Alternative zu den Reva Loves Me Lip Glosse, wenn ihr weniger haben wollt. Also wie gesagt, es ist so ein schöner peachiger Ton, ein helleres Peach, aber sieht richtig schön auf den Lippen aus. Den habe ich jetzt auch gerade drauf. Ich hatte das, den hatte ich gerade auch kombiniert gehabt. Meine Lippe Kombi, die ich heute drauf habe, ist der von Avalon Cosmetics. Hier steht auch schon nicht mehr drauf, das war Oh My Kiss Lipstick, Color Care aus dieser Reihe. Den Farbton her weiß sie es jetzt nicht genau, aber das ist so ein, ja, schon so ein bräunlich-stichiger Ton, der richtig schön auf den Lippen aussieht. Und den habe ich dann drüber. Damit es einfach. Damit es einfach ein schöner, so ein Wet Look ergibt. Also den Ton kaufe ich auch immer wieder nach. Den habe ich auch schon im Backup und der geht auch, eigentlich ist er auch schon fast leer. Und den anderen, den ich habe, ist die 28O. Das ist tatsächlich ein hellerer. Das ist tatsächlich so ein. Ja, es ist so ein leicht milchiger, rosé-stichiger Ton, der nicht nur so paar vereinzelte Schimmerpartikel mit drin hat. Also der ist eigentlich matt. Also der ist nicht, also von dem Finish, aber es ist trotzdem ein Lipgloss. Also trotzdem ist ein pflegender Lipgloss-Produkt. Wie gesagt, es enthält nicht so diese Art Schimmerpartikel. Trotzdem hinterlässt es einen schönen Effekt auf den Lippen. Und die Kosten, die sind auch nicht teuer, die Lipglosse aus der Heikschein-Reihe. Aber die Preise dafür weiß ich jetzt gar nicht, weil die habe ich schon so lange mittlerweile in meiner Sammlung. Und die Backups habe ich auch schon etwas länger. Dementsprechend bin ich jetzt da auch nicht mehr auf den neuesten Stand, was den Preis dazu jetzt angeht. Aber ich meine, 3 Euro oder unter 3 Euro sogar kosten die Seitenschein. Und den, das ist jetzt der letzte günstigere Lipgloss, nämlich von Twenty Up aus der Pure Nude Lipgloss Reihe. Das ist mit Jojoba Öl. Da habe ich die 030. Das ist ein hochglänzender, pflegender Lipgloss in Nude Optik mit Jojobaöl und Vanille-Kokos-Karamell-Aroma. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet und bestätigt. 5 ml habt ihr hier drin. Das ist so ein schöner, ja, schon so ein, ja, ein schönes, wärmeres Nude. Also es ist ein schönes, natürlicher Lipgloss, der super für den Alltag ist. Wie gesagt, das ist so ein schöner Rosé, aber das ist natürlich gehalten. Also es ist nicht so, wie ich die Farbe, der ist noch ziemlich natürlich und der sieht richtig schön Lippen aus und ist auch gleichzeitig etwas pflegend, weil hier ja Jojobaöl drin ist, Öl, Vanille, Kokos, Karamellaroma, warte mal. Also ich kann daraus nichts herausriechen, ob es jetzt nach Vanille, Kokos, Karamellaroma drin ist. Also vom Geruch her ist es neutral. Also ich würde nicht sagen, dass er irgendwie nach den Sachen duftet. Ich finde es manchmal sogar besser, wenn die Produkte nicht so Eigengeruch haben, weil man trägt ja meistens Parfüm noch auf und dann kann es vielleicht sein, wenn noch der Lippenprodukt auch noch, dass es dann nicht ganz zueinander passt. Dementsprechend finde ich dann doch schon besser, wenn die Produkte dann nicht irgendwelche Duftstoffe enthalten, sondern vom Geruch her wirklich neutral sind und das ist da einer davon. Wie gesagt, es steht hier zwar drauf, aber wie gesagt, vom Geruch her merke ich davon nichts. Also es ist auf jeden Fall aber ein super pflegender Lipgloss. Und davon gibt es noch mehr aus dieser Pure Nude Reihe. Den Preis 3
1,79 €. Warte mal, 103. 89. Boah, manchmal, wenn die Preise, bin ich nicht mehr so. Bei manchen weiß ich noch hundertprozentig, aber bei manchen, da schwankt es und da weiß ich nicht. Weil die Preise kenne, da sind auch die Produkte, die ich auch nachkaufe. Komisch. Da weiß ich so ungefähr die Preise. Der letzte Lipgloss-Produkt, den ich aus dieser Reihe sehr, sehr gerne mag, ist jetzt von Maybelline. Die kosten 7,95 €. Die Lifter-Glosse ist mit Hyaluronsäure. Oxytyluron steht hier auch noch drauf. Da habe ich den Farbton 002 Eis. Das ist halt auch so ein helleres, milchiger Lipgloss. Also der ist auch schon leicht milchig, aber helles. Ja, wie sag man? Ein hellerer, milchiger Lipgloss-Ton. Also von der Applikate her muss ich sagen, sind die schon groß, also wie man sehen kann, aber dadurch lässt sich auch das Produkt auch sehr gut und gleichmäßig auf den Lippen verteilen. Weil manchmal hat man ja Lipgloss-Produkte, wo der Applikator so klein ist. Da finde ich, ist dann solche Lipgloss-Applikate dann doch besser. Wie gesagt, davon gibt es noch mehr. Und ich hatte ja euch gezeigt gehabt, ich habe ja auch noch andere Töne in meiner Sammlung. Aber das ist mein absoluter Lieblings. Deswegen, ich wollte euch jetzt nur die favorisierten Lipglosse zeigen, die ich auch wirklich regelmäßig trage, die ich auch schon mehrmals nachgekauft habe, die ich wirklich gerne verwende. So, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Zu den Lipgloss-Produkte, die ich gerne trage. Nicht wundern, wenn ihr irgendwie klopfen hört. Bei uns sind irgendwelche Handwerker. Also wundert euch nicht, wenn vielleicht Lärm ist. Ich versuche das schon zwar zu ziehen, dass man es nicht hört, aber so doll hört man das auch nicht. Also ist in Ordnung. Nur falls mal am Rande, also vielleicht dann doch so laut ist. So, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Hinterlasst ein Video, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Lipglosse gerne trägt oder eher nicht. Also, zu welcher Kategorie zählt ihr denn? Seid ihr lieber die diese matte Liquid Lipsticks tragen, Lippenstifte? Oder seid ihr die pflegende Lipglosse und diese andere Produkte verwenden? Also Lipglosse, diese Pflegelippenstifte, die es ja auch gibt, die ja Farbe enthalten. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und dann eine schöne restliche Woche. Und hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!